Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Schlüssel-Challenge-Part. Ja, es ist tatsächlich soweit. Es geht endlich mit der Schlüssel-Challenge weiter. Für die Leute, die nicht wissen, was die Schlüssel-Challenge ist, es kam ja nach dem letzten Part, der kam ja schon vor über einem Monat, also circa ein bisschen mehr als einen Monat, kam ja der letzte Part. Verweise ich euch natürlich gerne mal in die Videobeschreibung, damit ihr mal schauen könnt, was es genau ist. Also eine Kurzfassung ist, es ist quasi ein Turnier, wo die Leute sich bewerben konnten, mussten einen Kampf gegen mich austragen. Alle Leute, die gegen mich gewonnen haben, das waren im Endeffekt dann halt 16 Stück, kamen in ein Turnier, in ein 16-Mann-Turnier und wir befinden uns gerade im Viertelfinale, beziehungsweise im letzten Hinrundenkampf des Viertelfinales. Und zwar sehen wir heute in der Begegnung Serpi gegen Regi, eine Begegnung, auf die sich, glaube ich, viele gefreut haben. Deswegen finde ich es, glaube ich, ist ganz okay, dass wir mit diesem Kampf jetzt wieder einsteigen. Wir sind ja echt nicht mehr so weit vom Ende entfernt. Und ja, gut, ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der Teamanalyse. Wir sehen, die beiden spielen im Mario gegeneinander, habe ich hier schon erwähnt. Und ja, Serpi bringt mit Kikli, Stalos, Rexblizzard, Viridium, Sneeble und Datignes. Regi bringt mit Libeltra, Piondragi, Cavalanza, Blitzer, Rexblizzard und Lashoking. Was ich auf jeden Fall sehr interessant finde, ist, dass beide Rexblizzard mitbringen. Rexblizzard ist ja auf jeden Fall kein schlechtes Pokémon, das muss man auf jeden Fall sagen. Aber es ist nicht unbedingt das beliebteste Pokémon. Was man natürlich noch dazu sagen muss, ist, dass einige Kämpfe, die wir noch sehen werden, werden vielleicht einige Pokémon dabei sein, die gar nicht mehr in ihren Tiers sind. Die Kämpfe wurden schon vor über einem Monat ausgetragen. Also wir sind schon mit der Schlüssel-Challenge fertig, sowas nicht. Also da war ich eigentlich relativ zuverlässig, was das angeht. Es war halt das Problem, dass die Capture Card kaputt war. Dann habe ich relativ wenig Zeit gehabt, dadurch, dass ja so viele Leute bei mir auf der Arbeit krank sind. Es sind auch immer noch so extrem viele Leute krank, also erst nächste Woche wieder kann ich mich ein bisschen entspannen. Und dann würde es natürlich auch wieder wahrscheinlich 2 Videos am Tag geben. Mal gucken, je nachdem, wie ich das schaffe. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Schlüssel-Challenge werden wir dann auch fertig bekommen. Wi-Fi Battles wird es dann wahrscheinlich wieder geben. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Naja, was gibt es großartig zu sagen? Was ich so im ersten Moment gesehen habe, ist wahrscheinlich, dass Blitzer nicht so viel machen kann. Stalos ist ein sehr, sehr guter Switch in Blitzer, weil du kannst es nicht treffen mit HP Ice, du kannst es nicht treffen mit Voice Switch oder Donnerblitz, Ampelleuchte, Spukball etc. 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 Okay, Choice Back Spukball könnte auch noch ein bisschen Damage machen, aber er hat noch so viele andere gute Pokémon, die einfach rein switchen kann. Serpi, also ich denke, Blitzer wird hier nicht so vorteilhaft. Lashoking könnte ich mir vorstellen, dass Lashoking einiges machen könnte. Gegen Sneeble nicht unbedingt und Viridium könnte es auch sehr gut checken, aber gegen restliche Pokémon, okay, Rexblizzard. Aber in die Essig-Pokémon könnte Lashoking ein wenig was machen. Piondragi hat halt Knockoff, ist halt auch nie bad. Die Beltra, wahrscheinlich hier sein Defogger. Bei Serpi ist es gar niemand? Habe ich kein? Ah ja, er hat Kikli. Kikli könnte Turbo drehen. Wir sehen auch die Beltra und Kikli Lead. Interessant. Wer hat denn da die Überhand? Ich glaube, Regi könnte, je nachdem, ob er Choice Scarf ist oder nicht. Ich glaube, aber Libeltra ist auch so schneller. Ich glaube, Libeltra hat 100 Init. Einfach für den U-Turn gehen, um sich das Momentum zu holen. Aber naja, ich würde sagen, wir schauen uns den Kampf einfach mal an und reden gar nicht lange drum rum. Deswegen würde ich sagen, starten wir doch auch mal direkt mit dem Kampf. So, also. Regi will mit dir kämpfen. Es gibt auch hier ein bisschen auch natürlich grafische Verbesserungen und natürlich auch mit dem Ton und so weiter. Hoffe natürlich auch, das gefällt euch. Und ja, wir sehen hier Libeltra und Kikli als Lead. Auf jeden Fall sehr interessant. Natürlich die Kehrtwende von Regi. War klar, dass sie kommt. Einfach um sich das Momentum zu holen. Ist live up. Und jetzt die Frage, in was er reingeht. Er hat eigentlich kein. Also, ein Turmkick-Switchen hat er nicht. Außer Lashoking. Aber. Okay, er hat scheinbar mit Lashoking gerechnet. Und ist deshalb für einen Knockoff gegangen. Haut jetzt hier Cavalanzas, die Offensive ist runter. Aber Cavalanzas müsste, soweit ich weiß, langsamer sein. Und ein Turmkick sollte killen. Tschüss, Cavalanzas. Wahrscheinlich hat er das am wenigsten im Kampf gebraucht. Dadurch verliert Cavalanzas hier natürlich Live-Up-Kickli. Haut super hart rein. Hier kommt wieder Flygon. Flygon kann ihn ab dieser Range einfach rausnehmen. Er geht auch safe in die Queue. Ist hier ebenfalls Live-Up. Von daher passt es auf jeden Fall. Und damit steht es auch schon 5 zu 5 geht auf jeden Fall sehr offensiv los von beiden Seiten. Er geht in seinen Run, das ist sein Sneasel, also sein Sneasel.
kann perfekt einfach Ice Shard oder beziehungsweise schneller ist das 115 Init, soweit ich weiß. Kann einfach Eiserfrage drücken und macht damit jedem Pokémon in Regis Team auch sehr, sehr guten Damage. Macht auf Drapion, ja, 45% circa, ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Wir sehen in den Live-Up, die Item Clause ist übrigens nicht an, deswegen nicht wundern. Ja, allerdings hat jetzt hier, ist jetzt Regi meiner Meinung nach in einer besseren Position. Dafür hat Serpy einen perfekten Switch. Regi allerdings macht hier ein Double und geht in Noah, das ist sein Lashoking. Sehr, 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 sehr schöner Double. Ja, gefällt mir wirklich gut. Er geht hier für den Psyshock, hat wahrscheinlich den Switch predicted. Hat nicht ganz funktioniert, aber ist okay. Kriegt sogar einen Crit. Wird quasi dafür nochmal belohnt, dass er was versucht hat. Und Serpy holt hier die Tarnsteine raus. Regi wechselt jetzt allerdings raus in seinen Flygon, wahrscheinlich um die Tarnsteine zu defoggen. Ich weiß es nicht genau. Bekommt hier minimalsten Tarnstein-Damage. Oder um den EQ zu dodgen. Kann natürlich auch sein. Er hätte, glaube ich, aber auch einfach auf Scald gehen können. Geht hier natürlich auf Defog. Ich glaube, er kriegt jetzt hier einen Rambos ins Gesicht. Oder er holt einfach wieder die Tarnsteine raus. Das kann natürlich auch sein. Rambos, ne, er kriegt einen Rambos ins Gesicht. Sollte, glaube ich, nicht ganz killen. Ne, killt nicht ganz. Und er kann hier jetzt für einen EQ gehen. Aber ich glaube auch, der EQ... ne, killt auch nicht ganz. Und ich glaube, das heißt dann... Oh nein, er legt tatsächlich nochmal die Tarnstein raus, okay? Ich würde sagen, adieu, Libertra. Okay, jetzt muss er sich natürlich entscheiden. Tötet er ihn? Er hat die Eifelbeere. Oh, lol, wie cool. Er hat die Eifelbeere auf Stalos. Das ist eine sehr, 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 sehr schöne Überraschung. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich liebe ja die Eifelbeere. Das ist ein so cooles Item. Spiele ich letzte Zeit so gerne. Und jetzt hat Regi halt die Tarnsteine auf dem Feld und kann sie nicht mehr wegbekommen. Er geht jetzt zum Blitzer. Geht natürlich für die Kraftreserve Eis. Das ist ein safer Kill. Und damit geht auch Stalos down. Damit steht es schon 4 zu 4. Mir gefällt diese Offensive von beiden. Kann man auf jeden Fall mal hier an dieser Stelle erwähnen. Und hier kommt Fangs Obama ab. Fangs Obama, okay. Ja. Geht hier in seine Mega-Entwicklung. Der Hagelsturm ist Hagelalarm, Hagelsturm ist auch nicht unbedingt so schön für Blitzer. Wir sehen hier die Ampelleuchte, klar, die spielt man auf vielen Sets, aber auch die sollte 50% maximal machen, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass ein EQ jetzt kommt. Ne, Samenbomb, okay. Es hätte auch ein EQ sein können, je nachdem, was für ein Set es ist, aber ich glaube, Samenbomb killt auch, okay. Dann Nevermind. Von daher steht es 4 zu 3 für Serpy. Wir sehen hier jetzt Tannenbaum. Einfach Rexblizzer und Rexblizzer. Ich bin gespannt, es wird wahrscheinlich auch ein mega Rexblizzer sein. Es bekommt natürlich guten Tarnstein-Damage. Und jetzt sehen wir hier gleich zwei riesige Bäume auf dem Feld. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Tannenbaum. Okay, er geht hier jetzt für einen Eissplitter. Wahrscheinlich, weil er sich gedacht hat, okay, ich sterbe sowieso. Oder sie sind wahrscheinlich bei. Oh, kriegt sogar einen Crit. Oder er geht für Blizzard, okay. Der Crit ist ein bisschen ätzend und er überlebt ihn sogar. Und er geht wieder für Eissplitter. Hat vielleicht ein bisschen Speed-Investment und Regi nicht, das kann sein. Regi geht jetzt auch für den Eissplitter. Oder es war halt tatsächlich wirklich ein Speed-Teil. Damit steht es jetzt 3 zu 3. Rexblizzer braucht er sich nicht aufsparen. Die Tarnsteine liegen, er kriegt sie nicht weg. Das heißt, er kann jetzt gleich einfach einen Eissplitter raushauen. Dadurch entscheidet sich Serpy natürlich für ein Ziel zu gehen. Okay, geht nicht für Eissplitter. Ich glaube, ich wäre für Eissplitter gegangen. Sehr viel hätte er nicht machen können. Aber okay, steht 3 zu 2. Für Serpy. Jetzt kommt Drapion, das Piondragi rein. Kriegt natürlich jetzt hier diesen dummen Tarnstein-Damage. Aber er geht trotzdem für Knockoff und nicht für einen Eisterfrage. Wahrscheinlich will er einfach unbedingt den Giftstein runter haben. Kriegt hier natürlich Life-Up-Damage. Jetzt kommt ein Abschlag von seiner Seite. Okay. Kann ich mir seinen Life-Up runter? Es hat aufgehört zu hageln. Das ist auch auf jeden Fall in Ordnung. Er geht wieder für Knockoff. Ist er gebandet? Kann es sein? Ich glaube, es ist gebandet. Und darum entscheidet sich Regi auch die Giftspitzen nochmal rauszulegen. Nur für Viridion. Er ist doch nicht gebandet. Wieso geht er nicht für eine Eisattacke? Wahrscheinlich, weil er rechnet, glaube ich, durchgehend mit dem Switch in Lashoking, kann das sein. Wechselt er jetzt raus in Tatignis? Okay, ich bin gerade super verwirrt. Okay, jetzt den Knockoff abträgt wahrscheinlich kein Item. Ne, trägt kein Item. Ich bin super verwirrt. Geht jetzt hier in sein Sneebel zurück?
Verpasse ich gerade irgendwas oder so? Kann mich vielleicht jemand von euch aufklären, was die Switches hier bedeuten? Ich bin gerade super verwirrt. Wir stehen 2-2. Okay. Hier kommt jetzt Viridium. Wird natürlich vergiftet durch die Giftspitzen. Und ich denke, Viridium kann ihn hier dieser Stelle jetzt rausnehmen. Kegelsauger sollte, glaube ich, killen. Ja, killt ihn. Und die Sache ist, die Tank Lasho King. Aber Lasho King, ich weiß nicht, ob Lasho King gegen der Tignis und Viridium gewinnen kann, eigentlich nicht. Also klar, selbst wenn er jetzt Viridium, einen Hit von Viridium tanken kann, weil er Soul-Vested ist oder so, kann er halt einen Psyshock rausbekommen. Aber danach wird der Tignis ihn wahrscheinlich ins nächste Universum zerstören. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Hier kommt der Gearsauger. Könnte es Soul-Vested sein? Ich weiß nicht, weil... Oder Lasho King ist halt wirklich so ein Biest. Und jetzt bin ich gespannt. Er ist auch live up und reicht der Psyshock aus? Ja, der Psyshock reicht aus. Damit geht Viridium mal down. Das steht 1-1. Ich glaube aber, der Tignis sollte ihn killen. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke schon. Tarnstein nehmen wir jetzt als super cool. Akrobatik und Akrobatik killt. Okay. Ein sehr, sehr spannender Kampf, muss ich sagen. Serpi gewinnt hier jetzt an dieser Stelle 1-0. Herzlichen Glückwunsch, Serpi. Für diesen Hinrundensieg. Ja, war wirklich sehr, sehr schöner Kampf. Beide haben sehr, sehr offensiv gespielt. Der Kampf hatte, glaube ich, auch nur 22 oder 23 Runden. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, den zu kommentieren. Und ja, damit geht Serpi 1-0 nach der Hinrunde in Führung. Ich bin sehr gespannt auf den Rückrundenkampf. Ja, und ich glaube, sonst gibt es da an dieser Stelle nichts mehr dazu zu sagen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit den Rückrundenkämpfen der das Viertelfinale ist an die Leute, die vielleicht jetzt die Schlüssel-Challenge noch nicht so verfolgt haben. Ihr könnt euch ja wenigstens die Viertelfinale hinrunden anschauen. Ich werde natürlich auch in den Rückrunden sagen, wer wie viel in der Hinrunde gespielt hat oder so. Das könnte, glaube ich, von Vorteil sein. Und ja, auf jeden Fall war es hier erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, ihr freut euch, dass die Schlüssel-Challenge wieder weitergeht. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao. We'll be right back.
Mm-hmm.